Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Was geht ab, Leute? Heute das erste Mal aus der neuen Location, denn ich bin umgezogen, ihr habt es mitbekommen. Ich kann endlich wieder sitzen. Ja, so sieht zukünftig der Hintergrund aus. Ich hoffe, es gefällt euch. Ein bisschen raus, Alter, holy shit. Wir wollen uns heute um die Starter-Pokémon kümmern. Auch nur von den ersten Stufen, weil es kam ja die 9. Gen dazu. Die seht ihr jetzt nicht, die sind hier. Die kamen ja dazu. Und deswegen wollte ich mal eine Tierliste machen, so ein kleines Update bezüglich meinen Starter-Pokémon, Lieblings-Starter-Pokémon. Ja, genau. Das wollen wir heute machen. Schreibt mir gerne in die Kommentare dazu, was ihr noch Tierlisten sehen wollt. Würde mich sehr, sehr interessieren. Und schreibt mir natürlich sehr gerne eure Liste, eure Lieblings-Starter in die Kommentare. Ich würde sagen, wir starten als erstes mit Bisasam. Bisasam. Ja, B wie Bisasam, oder? Bisasam ist für mich so ein richtig durchschnittliches Pokémon. Ich mag es mittlerweile mehr. Ich glaube, früher hätte ich es im C-Tier gesehen. Mittlerweile mag ich Bisasam sehr gerne. Besonders auch, weil es, ich glaube, mit Bautz zusammen das einzige Pokémon ist von den Starter-Pokémon, die ein Zweitypes haben. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Das sind die einzigen beiden, mag ich, dass es solche Gimmicks gibt. Finde ich cool. Das finde ich bei Bisasam tatsächlich ziemlich nice. Und allgemein mag ich die Entwicklungsreihe Bisasam sehr gerne. Kam unter anderem auch durch Mega Bisasam habe ich Bisasam mehr mögen gelernt, jetzt natürlich auch durch Unite und so weiter. Aber Bisasam hat sich auf jeden Fall so ein bisschen hochgekämpft. Glumanda würde ich im A-Tier sehen. Hatte ich früher, glaube ich, im S-Tier. Mittlerweile gibt es aber Starter, die ich auf jeden Fall deutlich mehr mag. Ich mag Glumanda sehr gerne. Ich finde, ich kann auch direkt Chigi ins C-Tier setzen. Man sieht direkt, was halt einfach meine Präferenzen aus den verschiedenen, also aus der ersten Generation ist. Ich würde wahrscheinlich immer Glumanda nehmen. Chigi habe ich damals mal ab und zu genommen, aber ich glaube, als zweite Wahl würde ich jetzt, heute, also ich glaube, damals habe ich Chigi über Bisasam gesehen. Heute würde ich Bisasam immer an zweite Stelle packen. Und ich finde Chigi actually gar nicht so cool. Ich finde nur Turtok cooler aus der Entwicklungsreihe und Schlock finde ich echt kacke. Muss ich tatsächlich geschehen. Wenn wir die Mittelstufen von den Gen 9 Starter wissen, dann werde ich natürlich auch nochmal zu den Mittelstufen was machen. Aber jetzt natürlich erstmal nicht mehr. Aber ja, das ist auf jeden Fall mein Ranking zu den Kanto-Startern. Nice, jetzt kommen wir zu Indivier. Ich glaube, ich mag Indivier mehr als es andere mögen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die Indivier ins D-Tier packen. Ich würde Indivier über Chigi packen. Ins C-Tier. Ja. Ich mag Indivier eigentlich schon sehr gerne. Aber was auch unter anderem, ich versuche natürlich nur, so gut es geht, nur auf die Starter zu achten. Aber was unter anderem daran liegt, weil auch Loreblatt im Anime und so weiter, ich weiß, hat eigentlich nichts mit Indivier zu tun, aber dadurch ist Indivier allgemein ein bisschen cooler. Und ich habe Indivier schon noch häufiger als Starter gewählt als Chigi. Das Problem an Indivier ist, glaube ich, nicht mehr, dass Indivier wirklich so kacke ist. Also klar, es ist schon kacke, aber ich glaube, das ist nicht mehr Indiviers größtes Problem. Ich glaube, Indiviers größtes Problem ist, dass Feurigel und Kanimani beide solche Banger sind, okay? Feurigel unter anderem jetzt natürlich auch durch Legenden Arceus ist bei mir wieder deutlich höher geworden. Ich würde Feurigel über Glumanda ins A-Tier packen und Kanimani würde ich über Feurigel packen. Also, das ist halt bei mir so das Problem mit Indivier. Feurigel und Kanimani sind so viel cooler als Indivier. Weswegen Indivier automatisch ein bisschen schlechter wird. Ich glaube, wenn die anderen beiden, also Feurigel und Kanimani, nicht so ultra cool wären, dann würde ich Indivier wahrscheinlich sogar ins B-Tier packen. Wahrscheinlich immer auch schlechter als Bisasam. Aber Indivier stinkt halt leider echt ab gegen Kanimani und Feurigel. Beides absolute Banger-Pokémon. Liebe ich. Als nächstes kommen wir zu Gen 3. Den wahrscheinlich für mich schlechtesten Startern zusammen mit Gen 5. I guess. Und jetzt sagen alle wieder, Leute, Tio, bist du absolut crazy. Das einzige Mon, den ich aus allen neuen Startern aus Gen 3 mag, also halt mit Entwicklung und so weiter, ist Reptane. Und Morabe finde ich es mit eins der hässlichsten Pokémon, die existieren, zusammen mit Arboretos. Also gerade so diesen 3D-Sprite, den mag ich überhaupt gar nicht. Also früher war ja okay, aber ich mag Morabe echt allgemein nicht so gern. Sopex mag finde ich noch relativ cool. Und die Logo-Reihe habe ich damals irgendwie cooler gefunden, als ich es heute finde. Weiß ich auch nicht. Fangen wir aber erstmal mit Gekkabor. Gekkabor würde ich in Speed hier packen. Unter Bisasam. Ist relativ cool. Flamely würde ich unter Gekkabor packen. Und Typo. Ja, actually. Nee, warte. Müssen wir noch umdisponieren. Ja, ich glaube, ich würde es actually so lassen. Ich glaube, ich würde es actually so machen. Also es gibt keinen Starter aus der dritten Gen, wo ich sagen würde, ja, Mann. Der ist geil. Sind halt so Durchschnitt, ne? Wäre für mich jedes Mal so ein zweiter, also alle drei Pokémon sind ein zweiter Wahlstarter für mich und da ist das Problem, es gibt keine gute erste Wahl. Das ist halt so ein bisschen das kleine Problem.
Deswegen würde ich die 3 trotzdem aber noch ins B-Tier packen. Weil an für sich die ersten Stufen finde ich eigentlich relativ cool. Später wird es dann, bei den Mittelstufen wird es interessant und bei den Endstufen, aber dazu kommen wir dann später in einem anderen Video dazu. Da wird es dann aber auf jeden Fall interessanter. Dann kommen wir zu Chelast. Fand ich damals auch, glaube ich, beschissener, als ich es heute finde. Ich glaube, ich bin auch gar nicht mehr so der Pflanzenstarter-Hater. Ich würde Chelast über Flamly packen. Ja, ich würde Chelast wahrscheinlich über Flamly packen. Vielleicht sogar über Pissesam. Ich mag halt Chelgrain nicht so gerne und Chelterra bin ich auch nicht so der Ultra-Fan, aber Chelast ist schon actually ziemlich süß. Ich glaube, ich packe ihn sogar über... Nee, ich packe ihn nicht über Pissesam. Ich glaube, hier ist er schon fein. Dann kommen wir zu Panflam. Panflam kommt für mich... Boah, ist das schwer. Er könnte hier sein. Er könnte aber auch hier sein. Boah. Sind alle 4 so cool hier. Ich wüsste echt nicht, wo ich Panflam jetzt gerade dort einordnen möchte. Ich glaube, ich will ihn hier hin tun. Ja, ich glaube, ich will ihn da hin tun. Und Plinfa würde ich... hier hinpacken. Einfach so die Buddies von denen. Finde ich. Ja. Ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt, beziehungsweise... Ja, ich glaube, vor kurzem war es auf jeden Fall noch so, dass die Gen 4 Starter eigentlich so meine Lieblingsstarter sind, so wo ich sagen würde, die sind alle 3 cool. Das ist halt so das Ding. Aber schauen wir erstmal weiter. Dann kommen wir zu Snivy oder auch Serpifeu. Ist okay. Ist okay. Wobei, ich finde die Gen 5 Starter gar nicht so kacke. Ich finde die zweiten Stufen finde ich richtig kacke, abgesehen von Swatronen. Und die dritten Stufen finde ich okay. Okay. Also schauen wir erstmal. Also Serpifeu würde ich unter Chelast packen. Floink würde ich über Endivie packen. Ich fühle Floink nicht so ultra krass, muss ich gestehen. Und Otero würde ich über Glumanda packen. Ich finde Otero schon sehr cool, wie er mit seiner Muschel immer rumwirft und so weiter. Ist zwar im Anime, glaube ich, eine richtige Heulsuse so gewesen, aber ich habe den Black and White Anime kaum gesehen, deswegen finde ich es nicht so schlimm. Wobei Plinfa war auch so. Plinfa war nervig im Anime. Aber ich mag Plinfa trotzdem sehr gerne. Und Otto hat, glaube ich, so ein ähnliches. Ich habe den Black Wild Anime kaum gesehen. Das ist actually der Anime, den ich am wenigsten gesehen habe. Deswegen, ja, würde ich das jetzt abgesehen vom Anime. Wir haben noch kein D und kein S hier, Pokémon. Gut, stark. Ja, aber Otto finde ich sehr, sehr cute. Finde ich sehr süß. Floing mag ich persönlich nicht so ultra gerne. Ist okay. Und Serpifeu. Finde ich fein. Finde ich fein. Alright, als nächstes kommen wir zu Igamaru. Igamaru finde ich es auch... Wobei, die sind da alle 3 richtig nice. Da ist halt das Problem, dass Phinexis nicht so cool ist. Ich sag sowieso, ne? Also Real Talk, und ich glaube, da bin ich einer der wenigen, die da so richtig krass dahinter stehen, aber ich sage, die Pokémon-Designs sind in den heutigen Gens so viel besser als damals. Gen 7 hat für mich die besten Pokémon-Designs. Dicht gefolgt von, ich glaube, Gen 8. Also wirklich. Ist aber natürlich auch nur meine persönliche Meinung, ne? Als nächstes kommen wir auf jeden Fall zu Igamaru. Igamaru würde ich ins A-Tier packen. Über Glumanda. Ja, über Glumanda. Finks würde ich ins B-Tier packen. Über Chelast. Hier sei so dazu gesagt, dass ich Finks okay finde. Ich liebe Rutena. Und Phinexis finde ich wieder ein bisschen kacke. Und Froxy würde ich über Kanimani packen. Actually, Gen 6 Starter bin ich ja übelster Fan von, lol. Guck mal, Gen 4 ist hier. Hier. Das sind halt beide über dem zweiten schon. Erst und zweites. Ja. Ich sag, Gen 6 ist auch schon ziemlich strong. Kann echt nichts gegen sagen. Aber Gen 2 ist auch schon strong. Ist auch echt weit oben. Aber Divi macht es halt wieder ein bisschen schlechter. Na gut, kommen wir als nächstes zu den Gen 7 Startern. Hier sei so dazu gesagt, dass es damals bei mir so ein Meme war. Für die, die noch Octopaw kennen. Er war der übelste Bouts-Lover und da war so, Paul war ja früher mein bester Freund. Und da war immer so eine kleine Rivalität. Und da war es dann halt so, dass ich deswegen angefangen habe, wegen dieser Rivalität, wegen dieser Starter-Rivalität Bouts zu haten. So ein bisschen aus dem Meme, aber es hat sich irgendwie echt so ein bisschen durchgezogen, weil es mich wirklich genervt hat, dass jeder dieses Bouts so hart gefeiert hat und die anderen Starter nicht relevant waren für Leute. Es hat mich so abgefuckt, dass ich deswegen Bouts ein bisschen schlechter fand. Eigentlich finde ich Bouts richtig süß und ich finde ihn auch cool, aber durch diese Phase ist Bouts für mich einfach, so leid es mir auch tut, schlechter geworden. Auch wenn Bouts eigentlich süß ist und
ich kann objektiv sagen, dass Bowser ein richtig süßer, nicer Starter ist, aber subjektiv gesehen kriege ich den nicht mehr irgendwie richtig gut weit nach oben gerankt. Deswegen aktuell würde ich sagen, ich würde Bowser wahrscheinlich hier einranken. Flammiau würde ich hier einranken. Und Robball würde ich hier einranken. Ich mag die Gen 7 Starter eigentlich schon echt gerne. Also alle drei auch schon echt cool. Ja. Dann kommen wir zu Gen 8. Da kommen wir einmal zu Chimpep. Ich muss sagen, ich finde Chimpep gar nicht so ultra nice. Ich würde Chimpep wahrscheinlich über Floink ins C-Tier packen. Mameon. Machen wir mal zuerst Mameon. Würde ich wahrscheinlich ins B-Tier packen. Würde ich über Bisasam packen. Und Hoplo ist mein absoluter Favorite, Liebling, Junge. Ich liebe Hoplo. Hat unter anderem mit dem Journeys Anime zu tun. Aber ich liebe Hoplo auch allgemein. Ich liebe die ganze Entwicklungsreihe so sehr. Holy shit. Ja, einfach sick. Einfach absolut nice. Und deswegen Hoplo auf jeden Fall S-Tiermon für mich. Dann kommen wir zu den Gen 9 Startern. Ich habe schon wieder deren Vollkoko, Quaxel, Spirigatito oder wieso hießen die auf Englisch oder Deutsch? Das ist irgendwie gemischt, keine Ahnung. Kommen wir jetzt erst zum Pflanzenstarter. Den würde ich ins B-Tier packen. Und zwar, ich werde es safe nicht finden, wenn ich es euch jetzt zeigen möchte, aber ich habe einen Screenshot gesehen von dieser Katze, von dem Kenzo-Gimori-Artwork. Das sind halt die Kenzo-Gimori-Artworks hier. Und der wurde gespiegelt. Und es sah schlimm aus. Es sah richtig beschissen aus. Holy shit. Das hat den für mich, glaube ich, ein bisschen kaputt gemacht. Wenn ich teste, es einfach selber aus, spiegelt den mal. Aber bedenkt dann, was für euch so der Kenzo-Gimori, das Kenzo-Gimori-Artwork auf jeden Fall vielleicht ein bisschen kaputt gemacht wird. Würde ich ins B-Tier packen über Mameon. Dann kommen wir zu den beiden. Und ich glaube, das ist auch so gerade ein bisschen Hype, weil es neu ist. Und vielleicht wird sich das noch abflachen. Aber aktueller Standpunkt würde ich die beiden hier hinsetzen. Also legit, ich finde die beide so sick. Er hier basiert, wenn ich das richtig verstanden habe, wahrscheinlich auf eine Feuerschote. Also auf so eine Chili-Schote mit so einer Käsefüllung und so weiter. Das ist halt so Schafskäse. Ihr kennt es doch manchmal so Peperonis mit so Schafskäsefüllung. Und Oliven sind so seine Augen und so weiter. Das soll ein bisschen darauf basieren. Ultra sick. Und Quaxel ist sowieso der übelste Gewinner. Deswegen würde ich die beiden hier hinpacken. Aber ich will ehrlich zu euch sein. Ich glaube, die haben beide Chancen, noch höher zu kommen. Aber ich glaube, die haben auch beide noch Chancen, ein bisschen abzuflachen. Es kann sein, dass ich die im Spiel dann später nochmal cooler finde. Aber es kann auch sein, dass die echt reinscheißen. Auf Dauer. Das kann natürlich auch sein. Bei denen, ich bin auch ehrlich, ich weiß noch nicht, wen von den beiden ich als Starter nehmen möchte. Das entscheidet sich wirklich tatsächlich komplett mit den Entwicklungen. Er könnte richtig kacke werden, er könnte aber auch richtig sick werden. Und ihn, ich weiß nicht warum, aber ihn würde ich mir so als Piratenente wünschen. So eine richtige Piratenente würde ich so dick feiern. Deswegen, ich bin sehr hyped, ich bin sehr gespannt darauf, wie gut diese Starter werden. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich habe keinen D-Tier-Starter. Ich sag, wenn ich einen D-Tier-Starter nehmen müsste, dann wäre es wahrscheinlich Shiggy. Ich finde Shiggy echt am schlechtesten. Ja. Gut. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr erst auf jeden Fall sehr gerne positive Werte da, würde mich sehr, sehr freuen. Starter-Pokémon sind in den meisten Fällen eigentlich relativ cool. Schreibt mir, wie gesagt, eure Liste sehr gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.